Folge Nummer 2 von Aborion. Ja, wir sind hier mit unserem kleinen Schiff unterwegs, waren hier angedockt, haben wir uns bei den Ingenieure geholt und sind jetzt da oben noch sehr schwach, wie das da steht. Und es gibt hier irgendwo noch ein Bonusteil oder sowas, aber ja, da sind wir gerade raus. Was der Thomas Steele mir geschrieben hatte, das war, dass wir halt zusehen sollen, dass wir Miner bauen und ja, das ist vollkommen richtig. Wir müssen jetzt mal gucken, wo gab es den Dingens, ne? Den Kapitän. Den sollten wir uns dann besorgen. Lass mal gucken, ob dann hier jemand crewmäßig da wäre. Nee, ist es nicht. 5 Security, Kanoniere, Mechaniker, das ist alles das, was wir jetzt nicht brauchen. Das war, was war das für ein Dock? Ressourcen. Das war hier ein Dock, oder? Schiffswerft. Ich glaube, das war das Ressourcendepot, wo es den Kapitän gab, ne? Gucken wir da doch mal schnell nochmal rein. Ja, den sollten wir definitiv einstellen, meint auch der Thomas, damit wir den Miner dann losschicken können. So, dann sehen wir zu, dass wir da hinkommen. Schauen, dass wir hier unterwegs noch irgendwas entdecken. Und dann können wir gucken, dass wir da mit den Rohstoffen, die wir haben, Miner bauen können, ne? Ja, wir können ja auch mal schneller fliegen, ne? So. Hier ist das Ressourcendepot. Da können wir uns dann den Kapitän anheuern. Und dann müssen wir ein Schiff bauen. Noch eins. Als Miner, ne? Der kann dann hier von alleine dann fliegen durch den Kapitän. Da ist das Dock. Holen wir uns da gerade ran. So, in der Hoffnung, dass er noch da ist. Ist er aber. Kostet uns zwar natürlich eine Ecke. Also erstmal einmal anklicken und dann anheuern. Und dann schauen wir mal weiter. So, den haben wir auf jeden Fall. Und jetzt sollten wir einen Miner bauen. Wie sieht denn unsere Ressourcengeschichte aus? Aber wir haben ja noch einiges, dann können wir auch einiges noch bauen. Dann sollten wir in die Drohne steigen. Du hast keine Erlaubnis, ein Schiff zu... Dieses Schiff, ach so, wir sind noch da angewählt, alles klar. Und dann können wir mit dem Fähnchen da oben ein weiteres Schiff bauen. Wo ist denn die Drohne jetzt? Ah, daneben, alles klar. Fliegen wir mal gerade ein Stück weg, ne? Und dann bauen wir da oben Schiff gründen. Den nennen wir einfach Miner 1. Gründungsgebühr 500, ist klar. Mitgliederbesatzung 4, ist auch klar. Und der kann nix. Das ist auch klar. So, dann sind wir da drinne und basteln den erstmal zurecht. Wir brauchen ein Triebwerk. Was wir wahrscheinlich dann auch wieder größer machen wollen. Erstmal kopieren, dann das. Und dann nochmal umfunktionieren zum Längens. Dann haben wir die Größe. Ne, machen wir den Miner mal andersrum. Machen wir den mal so. So, dann haben wir das. Leute müssen auch wohnen. Die kommen dann da rein. So. Und wir haben ja noch Titangenerator. Können wir bauen, ne? Kostet uns 400.220. Haben wir. Dann sollten wir den da auch mal reinbauen und genauso einen Energiecontainer. Der kostet 140. Alles klar. Dann haben wir das da auch schon mal. Dann brauchen wir noch so ein paar Düsen. Den Trägheitsdämpfer. Den bauen wir da mal ein mit einer Achse. Aber der muss nicht so groß sein, glaube ich, oder? Den machen wir mal auf die beiden. Dann kann das auch gut anhalten. So, was fehlt uns? Frachtraum noch, oder? Triebwerk wäre Titan, aber das brauchen wir da jetzt nicht. Quartiere haben wir. Achso, Düsen brauchen wir noch. Steuerdüsen, Korrekturdüsen. Machen wir die einfach hier vorne dran.
Zack. Sind die jetzt auch? Ne, die sind aus Eisen. So wie das aussieht, funktioniert das Ding ja erstmal, ne? Und dann brauchen wir noch einen Frachtraum darunter. Würde ich jetzt mal darunter bauen wollen. Die Achse können wir ja wieder ausmachen. 3600 haben wir da noch. Das bedeutet, wir gehen erstmal längs. Das braucht nur 400, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das die ganze Länge ist. Nehmen wir doch mal, ne? So, jetzt nicht genügend Mechaniker, ist klar. Das ist so ein Abbauklotz, ne? Ah, vielleicht. Steuerung Z zurück geht, ja. Machen wir nämlich, weil die Korrekturdüsen sollten wir vielleicht auch besser frei halten, oder? Wenn ich das da jetzt so dran baue, ist das doch auch okay, oder? Machen wir erstmal so. Da hinten hätte ein bisschen kürzer sein können, ne? Komm nochmal weg. So ganz gefällt es mir nicht. Na? So. Das reicht erstmal. Sollte eigentlich soweit erstmal funktionieren. Escape, nee. B, sind wir raus. Hier ist er jetzt. Jetzt docken wir nicht an, sondern F interagieren erstmal mit dem Schiff. Hochfrachtjäger kümmern wir uns drum. Und das sind wir, glaube. Und da ist ein Besatzungsmitglied. Das sind doch einfach freie Besatzungsmitglieder, ne? Ich weiß nicht, ob das so reicht, aber wir brauchen auch noch die Jungs an den Dingens. Machen wir mal so. Ja, das müsste erstmal funktioniert haben. Dann schauen wir mal hier rein. Der Kapitän ist schon ausgewählt und hier haben wir einen Mechaniker noch nicht ausgewählt. Den können wir jetzt aber erstmal auswählen und dann ist das schon gut. Und dann Besatzungsmitglieder sind 6 hier. Okay, 4 sind immer automatisch dabei. Achso, wir haben jetzt noch keinen Teile hier, ne? Okay. Aber soweit ist das ja schon mal gut. So, jetzt ist die Frage, ob wir das einfach so irgendwie umbauen können mit den Waffen. Maschinengeschützturm geht natürlich so nicht. Das heißt, ich muss jetzt erst ins andere Schiff einsteigen, da abbauen, um dann das rübersetzen zu können. Weil das macht nur Sinn, ne? Ach so, nee, die sind ja hier drauf. Eisenbergbaugeschützturm ist das. Ich glaube, wir entfernen beide. Und die kann der beide haben. Und dieses. Ne, das müssen wir. Können wir dann da hinsetzen. Aber müssen wir erst auswählen. Die beiden machen wir dann dahin. Dann haben wir da das. So, dann fehlt es aber an Kanonieren hier. Bergbauleute haben wir 4. Kanoniere fehlt einer. Da gibt es aber noch eine normale Besatzung, die wir dann nehmen. Jetzt brauchen sie auch noch einen Unteroffizier. Das heißt, wir müssen noch einen Unteroffizier einstellen. Warte mal, wenn ich den aber ach, die kann ich auch entlassen, ohne dass die gekündigt werden, ne? Weil das noch einfacher sind, richtig? Genau. Okay, den brauchen wir gar nicht dann. Jetzt ist die Frage, Bergmänner. Erfahrung hatten die da ja schon drin, ne? In dem Sinne.
Das lassen wir jetzt so. Jetzt gehen wir, was sagt er erstmal hier oben? Ist schwach, ist klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Gehen wir erstmal in das Schiff. Ach so, und das will ja gar nichts mehr. Nur die Waffen wollen wir dann erstmal anbauen. Und dann brauchen wir natürlich noch die, sag schon, ne? Machen wir hier vorne hin, oder? Das geht, und dann brauchen wir Bergbauleute. So. Plus. So, dann ist das erledigt. Kapitän ist drauf, Mechaniker ist drauf. Wir haben noch zwei Besatzungsmitglieder. Würde ich jetzt noch einen Ingenieur nehmen? So, das sollte erstmal funktionieren, oder? Der ist so weit ausgestattet, dass er erstmal grasen gehen kann. So, dann wechseln wir wieder das Schiff. In welchem sind wir jetzt? Wir sind jetzt in dem hier vorne, oder? Ach, wir sind in der Drohne, oder wie sehe ich das? Da ist sie, tatsächlich. Wow. Schiff betreten. So, jetzt passt's. Okay, dann können wir ihm jetzt den Befehl geben. Stopp, das war irgendwie falsch. Erst auswählen, dann Befehle geben. Und abbauen. Und er bewegt sich. Und ganz schön flott. Ich hoffe, der crasht nicht gleich irgendwo rein. Und er macht's. Gut, das ist doch schon mal sehr schön. Dann haben wir da einen Miner erstmal zugange, der irgendwas macht. Und wir sind in unserem Schiff hier unterwegs und gucken zu, dass wir damit weitere Abenteuer erledigen. Wir haben jetzt hier nichts mehr zu machen bei dem, ne, oder? Der ist alle, das ist klar. Die würden aber wieder welche generieren, vielleicht, könnte sein. Und Offiziere gibt es da auch Profis von, okay. Ist aber erstmal gut. Und er da sammelt uns erstmal Ressourcen. Das ist doch schon mal gut, oder? Ich sag nicht, der hat schon so 3000 Eisen. Na doch, okay. Er holt's hier rein, ne? Gut, dann ist der schon mal prima unterwegs. Wie viel Dingens haben wir noch? 682. Kriegen wir da noch einen Generator an dieses Schiff? Das ist die Frage. Das hier unten war die Batterie, oder? Energiecontainer, und das da oben ist der Generator. Da würde ich jetzt noch einen Generator bauen wollen. Steuerung C. Nee, doch, der ist ausgewählt. Steuerung V. So, jetzt haben wir den Generator ausgewählt. Wie viel brauchen wir denn davon? 400. Oh, das reicht ja noch. Da machen wir mal eine Spiegelachse auf. Und dann bauen wir den mit der Hälfte da dran, oder? Mhm. So. Das geht bis dahin, dann würde ich den gleich da drunter bauen wollen. So, dann haben wir so ein bisschen Energie mehr, oder? So, Baumodus können wir dann beenden. Schiff ist immer noch schwach, das ist klar. Wir scrollen raus und gucken uns um. So, wir haben aber nichts mehr ausgewählt. Und jetzt ist die Frage, irgendwas gibt's ja noch im Sektor, ne? Sagt er da oben. Tja. Auf der Karte was zu sehen? Ich glaube nicht wirklich. Wir können aber auf jeden Fall hier mal das Ausrüstungsdock nochmal angucken.
Können wir auch so sehen, was das hat. Da hatte der Thomas ja auch gesprochen, dass wir zusehen müssen, dass wir einen Bergbau-Upgrade da haben. Das ist geschützt, Kontrollsystem. Hier ist aber, also letztes Mal war auf jeden Fall hier nichts mit Bergbaugeschützsystem. Ja. Hat sich bis jetzt auch nichts geändert. Und hier gibt es auch keine Air-Abbaugeräte. Ja, dann sind wir doch erstmal soweit, denke ich mal, zufrieden, oder? Können wir erstmal so lassen. Wir sammeln jetzt automatisch Ressourcen durch das zweite Schiff, was nicht sehr groß ist, aber es ist, funktioniert erstmal. Und wir haben hier irgendwo im Sektor noch einen Gimmick, was wir vielleicht noch entdecken sollten, weil diese Gimmicks sind immer ganz nett. Das hatten wir doch schon letztes Mal veräußert hier, ne, oder? Asteroid, die ja, haben wir schon verkauft. Also ich hoffe nicht, dass der jetzt meint, dass der das ist, dieser C43-Detektor. Den haben wir ja schon veräußert. Und ich glaube nicht. Ich gehe von aus, dass es hier irgendwas anderes noch gibt. So ein Container oder irgendwie sowas wahrscheinlich, wo irgendwelche Geheimverstecke sind. Naja, auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, machen wir hier erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare reinschreiben, was ihr euch vorstellt, was ihr euch interessiert, was noch nicht gezeigt worden ist oder sowas. Und ja, teilt das Video auf euren Kanälen, dann kriegen andere auch mehr davon mit. Alles klar, bis dann. Tschüss.